Hallo, hast du es schon im Newsletter gesehen? Ab sofort hat Make-up Coach auch eine Blog-Rubrik. Da sind momentan nur zwei Blogartikel drin, aber es sollen noch ganz viele werden. Wir starten erstmal mit einem im Monat und schauen mal, wie wir es so hinbekommen, ob wir dann vielleicht auch noch ein bisschen steigern können. Auf jeden Fall die ganz wichtigen Dinge, das, was dich interessiert, das wollen wir da auch noch mal in Schriftform sammeln, so dass du das mal schnell angucken kannst, wenn du sagst, wie war das nochmal mit dem Schlupflied? Deine Vorschläge sind jetzt gefragt. Was möchtest du für diese Blogbeiträge gerne sehen? Was möchtest du bei Instagram gerne sehen? Und was hast du für Themenvorschläge hier für YouTube? Ich schreibe dir jetzt hier unten in die Infobox die E-Mail-Adresse, wo du dann deine Fragen und Wünsche hinschicken kannst. Und bitte dann in den Betreff schreiben, ne? Frage, YouTube. Also vielleicht so ein bisschen den Betreff eingrenzen, damit wir das gut sortieren können. Außerdem wird es demnächst mal ein Q&A geben. Das ist ein Question and Answer, also du darfst mich alles Mögliche fragen, das dürfen auch private Fragen sein und ich werde die dann beantworten. Wenn die zu privat sind, weiß ich noch nicht, aber schauen wir erstmal, was du überhaupt für Fragen hast, was du schon immer so ringsrum um Make-up-Coach wissen wolltest. Auch das werden wir gerne realisieren. Und im November wird es dann das erste Mal bei Instagram ein Live geben. Das ist ja sowas wie, ich sitze hier live und du kannst dich dazuschalten. Ich werde das mit Hilfe von Luisa machen, die mir dann deine Fragen vorliest. Und ja, da kannst du zum Beispiel sagen, kannst du mal das und das zeigen, wie das aufgetragen aussieht. So, und dann läuft Luisa los, holt das Produkt. Und ich zeige das dann und erkläre. Also so in der Richtung. Das heißt, wir wollen unseren Service noch viel, viel stärker erweitern. Aber wir brauchen deine Mithilfe, weil ich möchte wissen, was möchtest du? Was brauchst du? Was kann ich für dich tun? In diesem Sinne, einen schönen Sonntag und ich bin gespannt auf das, was du schreibst, was du haben möchtest. Immer wieder gerne. Deine Michaela.